بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Vor einigen Tagen wurde bei mir auf der Facebook-Seite eine Umfrage gestartet, nämlich Pierre Vogel. Ist Pierre Vogel für dich ein Hassprediger oder ein Friedensaktivist? Bitte beweise deine Aussage. Das heißt, zeige ein Video aus YouTube. Vielleicht haben wir irgendetwas übersehen. Ich glaube, es gab am Ende 1400 Kommentare. Diejenigen, die meinten Hassprediger, haben, so wie ich es gesehen habe, falls ich was nicht übersehen habe, kein einziges Video zeigen können. Sie sind also mit nichts konnten sie kommen, was ihre Meinung zu mir untermauert. Und diejenigen, die gesagt haben, Friedensaktivist, konnten mit zahlreichen Videos kommen. Man braucht nur mal in YouTube den Namen Pierre Vogel einzugeben. Pierre Vogel Friede, Pierre Vogel Terrorismus, Pierre Vogel Ehrenmord, Pierre Vogel Zwangsheirat. Und da wird man sehen, dass es wahrscheinlich keinen gibt im deutschsprachigen Raum, der so oft versucht hat, das Bild des Islams zu verbessern, indem er gerade über diese spezifischen Themen geredet hat. Ich kenne keinen. Jetzt sollen sich die Feinde die Frage stellen, warum sind sie sich davon überzeugt, dass diese Person ein Hassprediger ist, dass diese Person schlecht ist, obwohl sie keinen einzigen Beweis aus seinen Videos bringen können. Warum sind sie sich so überzeugt davon? Man redet davon, dass wir das Gehirnwäsche betreiben. Und ich sage dann immer, stimmt, wir machen auch Gehirnwäsche, wir praktizieren Gehirnwäsche, denn wir reinigen das Gehirn von dem Schmutz, mit dem die Medien es verschmutzt haben. Aber wir wissen ja, dass der Begriff Gehirnwäsche meistens für etwas Negatives benutzt wird. Und diejenigen, die hier Gehirnwäsche praktizieren, die Gehirnwäsche betreiben, das sind die Medien. Warum denkst du so über mich, obwohl du nichts bringen kannst? Wo du keinen Beweis bringen kannst. Und das hat etwas mit dem Unterbewusstsein zu tun. Durch die Medien werden nicht nur Informationen oder Fehlinformationen übermittelt, sondern auch Gefühle werden übermittelt. Das passiert zum Beispiel, wenn bei einer bestimmten Situation eine bestimmte Musik gespielt wird, eine bestimmte Szene gezeigt wird, so wird das Unterbewusstsein programmiert. Wir sind heute programmiert. Wir sind programmiert worden, dass ein Bart, ein muslimisches Aussehen, Gefahr signalisiert. Du bist von den Medien programmiert, ob du willst oder nicht. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Das geht sogar Muslimen so. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Das geht nicht nur Muslimen so, das geht sogar Muslimen so, die so aussehen wie ich mit Bart, mit muslimischer Kleidung. Dass sobald einer, der genauso aussieht wie er, ins Flugzeug reinkommt, er denkt, oh, nicht, dass er eine Bombe dabei